Roman, nach dem Auftakt im Cup geht es jetzt auch in der Bundesliga weiter. Gleich vorab, wie wichtig war es, dass man positiv in die Saison gestartet oder ins Jahr gestartet ist, auch wenn es nur unter Anführungszeichen gegen Zweitligisten war? Ja, war enorm wichtig. Es war unser erstes große Ziel von uns, dass wir eben ins Halbfinale kommen im Cup. Sind gut gestartet ins neue Jahr und darauf lässt sich aufbauen. Jetzt ging es ins Lavalntal gegen Wolfsberg. Früher immer eine Reise, wo man gesagt hat, da ist nicht viel zu holen. Zuletzt Gott sei Dank dann öfter auch gewonnen. Wie schätzt du die Möglichkeiten und die Stärke auch des Gegners ein? Ja, ich glaube, wir werden uns sehr, sehr gut darauf vorbereiten, auf das Spiel auswärts. Das heißt einfach jetzt nachlegen. Ich glaube, dass wir gute Vorbereitung gespielt haben, eben gut in das Jahr gestartet sind. Und unser großes Ziel ist natürlich, dass wir die ersten 3 Punkte im neuen Jahr holen. WRC, ein Club von mehreren, die gerade um diesen ominösen Strich rittern. Bei uns Detto. Eine Vorentscheidung schon möglich? Würde jetzt nicht sagen, aber es sind jetzt nur 5 Spiele. Wir sind uns bewusst, dass da sehr, sehr enge Spiele auf uns zukommen werden, auch gegen einige sozusagen direkte Konkurrenten um den 6. Platz. Aber wie ich schon gesagt habe, unser großes Ziel ist jetzt einmal 3 Punkte auswärts zu holen, so jetzt einmal wirklich was vorzulegen und dann von Spiel zu Spiel auch schauen, dass wir da die Top 6 klar machen. Bist du ein sehr routinierter Spieler, hast viel erlebt, 30. Geburtstag auch gehabt im Trainingslager. Ich glaube, da bist du auch überrascht worden von deinen Mitspielern. Vielleicht kannst du auch noch mal was dazu sagen, aber eigentliche Frage, der noch immer relativ frische Cheftrainer Robert Klaus hat dich ja bei Medienterminen also wirklich explizit gelobt und es sehr vorbildhaft dargestellt. Ist das was, was einem auch als älteren Spieler ein bisschen einen extra Push gibt und freut? Also zuerst einmal zu der Aktion, zu meinem Geburtstag, hat mich ja doch überrascht, obwohl ich schon ein bisschen damit gerechnet habe, dass da was kommt, auch von Sole Burgi organisiert. Aber war dann doch, bin dann noch aus dem Tiefschlag gerissen worden, das war ein bisschen sehr überraschend. Ja, und zur zweiten Frage, natürlich tut es gut, wenn man gelobt wird vom Trainerteam, aber ich weiß, worauf es ankommt. Ich bin schon lang genug dabei. Ich weiß, dass Konstanz sehr wichtig ist und das ist eine meiner großen Stärken. Ja, und ich versuche natürlich auch so mit meiner Art als Vorbild voranzugehen. Alles klar, vielen Dank, dann noch gute Vorbereitung und übermorgen hoffentlich 3 Punkte. Im Lavantal. Machen wir, Dankeschön. Trainer, nach dem Auftakt im ÖFB-Pokal, im ÖFB-Cup, geht es jetzt in der Liga weiter. Ganz wichtige Aufgabe im Wolfsberg. Was gibst du deiner Mannschaft mit? Ja, wir haben jetzt den Gegner gut analysiert, werden die Mannschaft darauf vorbereiten, was auf uns zukommt. Ich glaube, das ist eine sehr ausgeglichene Mannschaft, die viele Dinge abdeckt auf dem Platz, die kaum eine große Schwäche hat. Darauf werden wir uns vorbereiten. Wird wichtig sein, dass wir trotzdem bei uns bleiben, unsere Dinge auf den Platz bringen. Wir haben heute schon ganz gut trainiert, eine sehr intensive Einheit hinter uns. Morgen werden wir uns dann noch um Standards kümmern und dann sind wir, glaube ich, gut vorbereitet. WRC hat auch für kleine Schlagzeilen gesorgt mit einem Transfer in einer sehr hohen Größenordnung für österreichische Verhältnisse. Der beste Offensivspieler ist weg. Vorteil für uns? Glaube ich, wird man dann sehen am Wochenende. Damit beschäftigen wir uns weniger mit den Einzelspielern. Es geht darum, was kann der WRC, wo können wir sie knacken. Natürlich geht es auch darum, die Spieler im Blick zu haben, aber ich glaube, der Transfer wird jetzt so nicht so viel Einfluss haben. Kommen wir zu unserer Mannschaft retour. Zurückkommen könnte nach der Rotsperre Terence Kongolo, der war im Trainingslager am Ende ein bisschen angeschlagen. Ist mit ihm zu rechnen? Der Terence hat jetzt seit einer Woche wieder komplett alles trainiert, auch heute gut trainiert. Jetzt werden wir schauen Richtung Wochenende, wie er die Belastung verkraftet hat. Der ist wieder spielbereit und ob er spielt, werden wir dann entscheiden. Bis zur sogenannten Punkteteilung, bis der Strich endgültig gezogen wird, Top 6 und Flop 6 sind es nur mehr 5 Runden. Aus deiner Sicht schon ein vorentscheidendes Spiel jetzt am Sonntag in Lavantal? Klar ist, dass wir natürlich noch Punkte brauchen und gut punkten müssen. Gegen wen man am Ende die Punkte holt, ist dann nicht so wichtig. Aber natürlich haben wir jetzt mit dem WRC gleich einen direkten Gegner, den wir wollen wir distanzieren. Das ist klar. Wir wollen ihn klar hinter uns lassen. Und deswegen ist das Spiel sehr, sehr wichtig. Aber eher darum, gut reinzustarten, einen guten Rhythmus aufzunehmen für die 5 Spiele. Ich sage vielen herzlichen Dank und noch eine gute Vorbereitung. Und Sonntag dann auf 3 Punkte im Kärnten. Danke, danke.